Und jetzt gibt's wieder TV Total und tonight is Ladies Night at TV Total. Wir haben heute fantastische junge Damen hier. Helga, unsere Siegerin vom letzten Mal, die Tenbus-Zwillinge und Gina Wild heute bei TV Total. Also, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber. Bei TV Total. Ich muss jetzt erstmal gerade gucken hier. Meine Markierung. Ist hier. Sehen Sie? Können Sie sehen? Hier steht Stefan hier. Das ist, ja, das ist ganz wichtig für Sie zu Hause. Ja, denn hier stehen auch andere Markierungen. Ja, zum Beispiel hier. Ja. Eimer. Ja. Keine Ahnung, was das soll. Das ist für Sie zu Hause sehr wichtig, denn stellen Sie sich vor, wenn ich jetzt nicht bei Stefan hier stünde, dann sähe das für Sie zu Hause in etwa so aus, wenn ich jetzt zum Beispiel hier stünde. Ja? Für Sie zu Hause, Sie sehen nichts, wäre für Sie total langweilig. Selbst wenn ich bei Eimer stünde, sehen Sie nur meinen Arm, das bringt Ihnen nichts. Ja? Oder nehmen wir mal an, ich stünde hier. Ja? Bringt für Sie zu Hause auch nichts. Ja? Sehen Sie vielleicht meinen Pullover, deswegen stelle ich mich immer bei Stefan hier hin. So, das nur kurz zur Erklärung für Sie zu Hause. Wir wollen uns erstmal ein bisschen locker machen hier im Publikum. Heute wird es nämlich sehr lustig, wir brauchen Gesichtsgymnastik. Ja, und da habe ich was Tolles gesehen im MDR. Schauen Sie bitte die erste Übung an. Wir kommen jetzt zur letzten Übung, die Entspannung der Gesichtsmuskulatur. Und dazu schneiden wir eine kräftige Grimasse. Machen Sie bitte mal alle mit hier. Ja? Eins, zwei, drei. Sehr gut. Ich hoffe, Sie zu Hause haben auch mitgemacht. Wir kommen zu Übung Nummer zwei. Die nächste Übung ist ein erstaunliches Gucken. Oh. Ja, machen Sie bitte auch hier wieder mit. Eins, zwei, drei. Oh. Sehr schön. Der junge Mann, ganz toll. So, und dann kommen wir zu Übung Nummer drei. Und als letztes ein herzhaftes Lachen. Ja, das werden Sie öfter hier gebrauchen. Also eins, zwei, drei. Sehr schön. Wir haben heute fantastische Sachen für Sie im Programm, meine Damen und Herren. Ich sage nur, Videopremiere des größten kleinen Künstlers der Welt. Heute Abend am Ende der Sendung, Knilch. Kennen Sie nicht Knilch? Knilch, the artist formerly known as Stefan Raab. Kennen Sie nicht? Knilch? Heute am Ende der Sendung. Und am Wochenende habe ich was ganz Tolles gesehen. Natürlich, Pflichtprogramm ist Wetten, dass. Und da war Pamela Anderson. Und schauen Sie sich mal an, da ist sie einfach reingekommen. Hat da. Wir müssen ja gemeinsam am Donnerstag ein bisschen über das Fernsehen von gestern reden. Jetzt reden wir über die Aufgaben von heute. So, bisher noch nichts Spektakuläres. Ja? Schauen Sie sich bitte mal den nächsten Ausschnitt ganz genau an. Ja? Pamela Anderson. Passen Sie auf, da. Schauen Sie auf den Bauch. Und nochmal zurück, bitte. Was war denn da? Ich habe zwei Theorien, meine Damen und Herren. Entweder das Vakuum aus dem Hirn ist in den Magen gerutscht. Ja. Oder sie pumpt sich einfach auf den Bauch, aus dem Bauch die Luft hoch in die Titten. Ja? Eins von beiden. Ich weiß es aber nicht genau. Und dann nachher bei Wetten, das auch toll, Michael Flatley. Kennen Sie hier Lord of the Dance? Ja? War da, wurde angesagt. Schauen Sie sich bitte das erste Bild an. Michael Flatley, Feet of Flames. Oh, stopp! Was ist denn da los? Das mag ich überhaupt nicht, wenn Künstler schon, bevor sie überhaupt getanzt haben, schon stinkesauer sind. Und als ich dieses, kann man das Bild noch mal haben gerade? Ja, hier. Da habe ich im ersten Moment gedacht, meine Damen und Herren, das erinnert mich doch ein bisschen an. Das riecht nach. Ja. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja?
Aber toll, dass im ZDF endlich mal Tänzer zu sehen sind, die nicht schwul aussehen. Ich habe dann noch einen Ausschnitt am Ende, da hat er getanzt und dann hat er sich danach entspannt. Schauen Sie mal. So, und passt ihr auf, jetzt, aber ganz cool. Passt ihr auf, jetzt. Diese Geste ist übrigens absolut verboten. Ja? Komm mal ein bisschen näher ran mit der Kamera. Das dürfen Sie, tun Sie mir den Gefallen. Wenn irgendeiner mal ein Foto von Ihnen machen sollte, machen Sie bitte nie diese Geste. Sehr gern genommen bei Showstars. Ja? Absolut verboten. Ja? Und meine Damen und Herren, das soll Tanz gewesen sein. Ja? Soll ich Ihnen mal zeigen, was Tanz ist? Ja, das ist Tanz. So geht Tanz. Dann wieder eine tolle Sendung im MDR letzte Woche. Stimme 2000. Was erwarten Sie? Wer tritt bei Stimme 2000 auf? Natürlich Darius the Tiger Michalczewski. Und was glauben Sie, was Darius the Tiger Michalczewski bei Stimme 2000 macht? Richtig, singen. Ja? Und jetzt schauen Sie sich doch bitte mal an, was Darius the Tiger Michalczewski bei Stimme 2000 gesungen hat. Vati, du warst lange Zeit nicht hier, sagte mit traurigem Blick zu mir. Und stellt sich in meinen Arm und fragt, bleibst du jetzt immer bei mir? Nächtelang spiegelten Sterne sich in den Tränen von ihm. Aus Sehnsucht soll er nie mehr weinen, jetzt sind wir für immer ein Team. Schlaf ein, mein Prinz. Da, 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 da. Da, 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 da. Großartig, oder? Darius, der Tiger, Michael Schäfer. Habe ich das eben richtig gehört, dass hier vereinzelt gelacht wurde? Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Ich persönlich finde den Song gut. Ja? Ich muss das sagen, weil ich könnte ihn jemand begegnen. Ich finde den Song super. Riesensong. Darius und... Nein. Wir müssen doch ehrlich sein. Wir müssen doch ehrlich sein. Also rein intonationsmäßig. Erste Sahne, muss ich sagen. Und stellen Sie sich doch mal bitte Patrick Lindner im Boxring vor. Ja? Das sieht auch nicht besser aus. Ja, und ja, ich finde das Lied wirklich gut. Einziger Nachteil, das Lied geht über 12 Runden. Aber okay. Und demnächst kleiner Tipp vielleicht an Darius Michalczewski. Der kämpft ja demnächst gegen Rocky Graziano, Rocky Ciani. Ja? Wenn es nicht so läuft, Darius, ja, sing ihn um. So, oh, ich muss zurück zu meinem Tisch. Ich muss Ihnen noch was zeigen. Das habe ich gestern in der Bild am Sonntag gelesen. Schauen Sie, Riesenschlagzeile. War das hier. Mr. President, T steigt aus. Das ist, glaube ich, die junge blonde Dame da unten. Ja? Und da haben Sie wahrscheinlich auch zu Hause gesessen und haben gesagt, oh. Na und? Ja, ich habe mal diese Geschichte erlebt mit Mr. President. Ich weiß nicht, soll ich die erzählen? Ich habe sie, glaube ich, schon mal erzählt, ich weiß aber nicht mehr genau wann und wo. Ist schon was länger. Ich wurde mal eingeladen zu einem Torwandschießen, einem Benefiz-Torwandschießen. Ja? Dann habe ich gedacht, gut, Torwandschießen finde ich gut. Wer kommt denn dann noch? Vielleicht ist da irgendwas Reizvolles dabei. Und dann haben die mir am Telefon gesagt, ja, Mr. President kommt auch. Und das war die Zeit, da waren die beiden Mädels da gerade hier im Playboy. Und, ja, habe ich gesagt, komm ich. Komm ich dahin? Ja? Komm ich dahin?
total spitz, ja? Erzähl mal. Hatte ich mich verhört, ja? Das war gar nicht Mr. President, ja? Sondern es war der Ministerpräsident. Ja, kein Scherz, wirklich. Wolfgang Clement, okay? Ich war eh schon spitz, habe ich es mit dem gemacht. Also auf die Torwand geschossen. So. Wirklich passiert, kein Scherz. Sie sehen hier auf meinem Tisch, nein, jetzt sehen Sie es nicht, wenn die Kamera etwas weiter nach da fährt, sehen Sie es. Hier, ja. Fragen Sie sich, was ist das denn? Ja. Wir haben Post bekommen und viele Leute haben uns angerufen und haben aufgrund der letzten Sendung gesagt, wenn ihr schon Puller zeigt bei euch in der Sendung, könnt ihr uns nicht vorher warnen, ja, oder zumindest nachher. Ja? Und wir haben auch eine gewisse Verpflichtung unseren Zuschauern gegenüber. Und wenn es also in Zukunft gefährlich werden sollte, ja, dass irgendwie ein Puller in dieser Sendung auftaucht und Sie zu Hause vorher oder zumindest nachher Bescheid wissen möchten, habe ich diese Taste hier für mich und für Sie. Moment. Und dieser Taste hier, das ist unser Puller-Alarm, ja? Das heißt für Sie, ja? Wenn ich laut Puller-Alarm schreie und auf diese Taste haue, ja, dann halten Sie sich bitte die Ohren zu und kreischen, was das Zeug hält, ja? Wir probieren das gerade mal aus für den Notfall. Wir machen das wie im Flugzeug, vorher erstmal üben, ja? Puller-Alarm! Ja, sehr gut. Das nur zur Information, dass Sie wissen, wenn das demnächst kommt. Ja, der Mann, der uns dazu inspiriert hat, kommt vielleicht tatsächlich, wir haben schon telefoniert, also wahrscheinlich nächste Woche hier bei uns in der Show, Ingo Dubinski, ja? Ich wette, er wird gefeiert, ja? Und ich möchte Ihnen mal den Ernstfall. Ich möchte Ihnen mal eine Matz zeigen. Schauen Sie sich das hier mal an. Es gibt natürlich auch die Ecke oder die Gruppe. Die Frisur ist auch schon gut, aber es kommt noch besser. Zur Aufwertung des Egos oder ja, sehr militaristisch, sehr so. Militärisch. Erzieht. Achtung! Puller-Alarm! Sehr gut. Das klappt. Sie zu Hause sind also gewarnt. Wenn Sie das auch bei sich im Büro machen möchten, wenn der Chef kommt, wer weiß. Ich weiß ja nicht, was bei Ihnen im Büro so los ist, holen Sie sich so eine Taste und schreien Sie laut Puller-Alarm. So. Meine Damen und Herren, ich habe wieder was Tolles gesehen bei, wo war es denn eigentlich? Sat 1? Kann sein. Es kann Sat 1 gewesen sein, es kann aber auch irgendwer anders gewesen sein. Schauen Sie sich bitte diese beiden reizenden Damen an. Die Fotoapparate geschultert, den Blitzschussparat und den Finger im Armauslöser streifen Margret und Christel Tenbus mit wachsamem Auge durch das Dickicht von Premierenfeiern, Promi-Partys und erstklassigen Hotels. Die VIPs stehen auf die treffsicheren Twins. Die Schwestern nutzen jede Gelegenheit, um die Promis im Bild festzuhalten. Rund 120.000 Fotos stapeln sich in ihrer Wohnung in München. Es ist mehr als eine Leidenschaft, als mehr als eine Passion. Es ist so in uns drinnen, dass wir, glaube ich, bestimmt nicht dieselben Menschen wären, wenn wir dieses Hobby nicht gehabt hätten. Ja, meine Damen und Herren, und über dieses Hobby, und das ist wirklich sensationell, was die für Fotos gemacht haben, und da werden wir Ihnen einige zeigen gleich, und das hat mich interessiert, deswegen haben wir sie nominiert für den Raab der Woche. Meine Damen und Herren, nominiert für den Raab der Woche, Christel und Margret Tenbus, und die sind heute Abend hier. Herzlich willkommen, Christel und Margret Tenbus. Hallo, herzlich willkommen. Sie sind M, das sehe ich hier schon. Sie sind Margret Tenbus. Haben wir es leichter gemacht. Ja. Ja. M und C, oder? Ja. Erstmal alles fotografieren. Das ist ein Markenzeichen, ja. M und C. Sie haben ständig und immer Ihre Fotoapparate dabei. Sie sind Zwillinge, ja. Ja, was man deutlich auch
Was denn noch? 5 Minuten ist sie älter. Sie ist 5 Minuten ja, älter? Ja, sie ist Mutter Christel. Und das ist ein Hobby, das machen Sie seit wann fotografieren Sie? Seit 48 Jahren. Das sind dann fast einem halben Jahrhundert. Seit 1952. Helfen wir Ihnen. Und ich habe, man muss wirklich mal die Fotos zeigen, das sind wirklich sensationelle Sachen. Mhm. Aber, das sind so viele, die kann man ja, ich habe mir einige ausgesucht. Ach, so ein also paar es sind 120.000, die Sie haben? Na, so 100.000. Und Sie mehr. Reisen dann wirklich zu ja. den... Wir fliegen, wir reisen bis Oslo, bis Trondheim, bis London, Genf, ja. Wien, Budapest. Wir lassen nichts aus. Ja. 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 Ich zeig mal einfach mal ein paar Fotos. Und wir fahren Fahrrad. In München fahren wir Fahrrad. Hat er jetzt? Darum mit dem Fahrrad zu den Weltstars. Ja. Das machen Sie irgendwie. Diesmal eine. Genau, das, der Lieberschreck ist gleich. Wir haben sensationelle Fotos. Teilweise sind Sie mit drauf, ja. teilweise haben Sie die Stars nur selber fotografiert. Schauen Sie sich mal das an, das ist echt. Da war Elizabeth Taylor noch schön. Schauen Sie. Super, heute oder? Ist sie nur noch schön. Wer ist das jetzt von Ihnen beiden? Ich. Das sind Sie. Margret. Elizabeth, haben Sie auch mit ihr gesprochen? In Salzburg. Ja, ein paar Worte gewechselt. Was hat und sie gesagt? War hinterher sogar so freundlich und hat sich meine Adresse geben lassen, weil ich habe ihr einen indischen Glücks... Keks. Nein, das war der Glücksringer. Ja, mit 10 oder 12 handgeschnitzten Elfenbein-Elefanten. Das ist ja, Sie schreiben auch jedem Star, den Sie fotografiert haben, schreiben Sie zum Geburtstag eine Karte, ne? Nein, nicht so. Jedem zum Geburtstag. Nur mit dem, den wir sehr befreundet den sind. Den Auserwählten. Ah, den Auserwählten. Hier ist ein super Foto von Falco und von Steffi Graf. Schauen Sie, das ist schon auch schon ein bisschen älter. Ja. Das Foto ist älter, ja. Großartig, oder? Und die Steffi ist jünger ja. gewesen. Dann hier, großartig, was ist das denn hier noch? Den das ist auch. Sean Connery. Sean Connery, ja, genau. Sean Connery. Sean Connery, Sean. Hier, oder hier, der von Bonanza, ja? Lorne Greene. Ben Vater. Cartwright von Bonanza. Vater. Dann gehen wir mal hier. Vater. Was ich ja ganz gut. Oh, hier, mit Winnetou und Winnetou Lex Barker und Lex Shatterhand. Hier, Franz Beckenbauer. Ja. In jungen Jahren. Ne? Ja. Übrigens wollte der Bonanza-Chef Sie als Schwiegertochter mit auf seine Farm nehmen. Ach, ja. tatsächlich? Sie war sehr gefährdet, ja. ja. Und hier, das ist auch super, Diego Maradona damals. Ja, war auch wow. ja. Super sensationell. Und hier, Klaus Kinski. An den sind ja nicht viele rangekommen. Nein. Nein. Und vor allen Dingen nicht so freundlich. Das Wer hat ihn schon freundlich aufgenommen? Ja, was haben Sie mit dem gemacht? Ja, das ist mal schnell. Sie fotografieren aber nur, wenn ich das sagen darf. Sie sind jetzt nicht Groupies im Sinne von... Ich schreibe auch. Ich schreibe Kolumnen, ich schreibe für die Watz, für die Hornachrichten, für den Stadtspiegel. Wir beide machen wir das. Beide. Aber Sie überwiegen. Sie hatten also erzählen Sie mir kurz die Geschichte mit Kinski. Ja, was war wir stiegen in Essen in einen Zug, um nach Freiburg zu fahren und kommen am 1. Klasse-Wagen vorbei. Und wir haben beide haben wir den Kinski allein im 1. Klasse-Abteil sitzen sehen, gingen dann zu unserem Platz und dann sagten wir, das war doch der Kinski, haben wir uns, war das eine Fata Morgana? Nein, sie sagt, kann auch. Keine Fata Morgana sein. Und dann sagte Margret, sie war damals noch schüchterner als ich, geh du mal und hol ein Autogramm. Ja, und was hat er gesagt? Da hat er gesagt, hau ab! Bereitwillig das Autogramm gegeben und dann sagt er, meine, was ich so jetzt inzwischen erfahren habe, denn er war schon vor Essen eingestiegen. Ich habe erfahren, der Zug war schon vor Essen eingestiegen. Das ist ja ein Ding. Ja, genau. Hätte man auch nicht gedacht. Der Zug hat keinen Speisewagen. Ich verhungere ja bis Freiburg. Ja. Auch sage ich, dem können wir Abhilfe leisten. Ja. Irgendwo hält der Zug ja mal ein paar Minuten, dann kann ich Ihnen schnell, was Sie möchten, Semmel und Würstel Semmel und Keks. Haben Sie denn, ja, was Sie möchten. Da haben Sie hat sie Ihnen alle gebracht. Drei Tafeln Schokolade und eine Tafel durfte sie sich aussuchen. Ja. Ah, und eine Tafel von denen, die sie sich selbst gekauft hat, hat der Kinski erlaubt, dass sie sich eine aussuchen. Das ist aber ein netter Mann, der Kinski. Die nehmen wir mit auf Tournee, ne? Ja, ja, ein nettes Publikum. Ich zeig noch mal kurz. Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. So. 15 Jahre später traf ich ihn beim Münchner Filmball im Bayerischen Hof und erzählte ihm die Geschichte. Sagte, ich kann mich leider nicht erinnern. Oh. Ich finde die Geschichte aber so entzückend. Muss ich Ihnen einen Kuss geben? Hat er mir einen Bussi auf die Wange gegeben. Ja. Wow. Und da Zwei Fotos noch schnell.
noch schnell. Zwei Fotos noch schnell. Eins, da habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt, als ich das gesehen habe. Ist auch eine super Pose, meine Damen und Herren. Hier, wer ist das von Ihnen? Ja, das bin ich wieder. Das sind Sie wieder. Ja, du musst Margret, sagen, warum? Margret mit weil ich Muhammad weiß. Ali. Ja. Großartig, oder? Ja. 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 Was haben wir noch für ein Bild? Aber herab, keine ja. Bange. Bei Ihnen ist nicht viel zu krümmen. Okay, Haar. Danke. Bei ihm habe ich auch kein Haar gekrümmt. Alles klar. Ja, dann haben wir hier noch ja. das. Das oh, Ralf Siegel. Hab mich erschrocken. Was ist das denn hier? Ralf Siegel. Ach, das ist Ralf Siegel. Ja, ich bin doch auch so ein großer. Frau ja. Mein Gott, ich glaube, wir haben schon wieder dramatisch überzogen. Das musst du doch zeigen. Ja. Der Gilles. Ach, der Gilles. Ja, 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 ja. Also vielleicht gewinnen Sie ja heute, dann können wir die ganzen anderen Geschichten das nächste Mal erzählen. Ja, ich wünsche es Ihnen sehr. Ja, kennen Sie wieder. Ja, meine Damen und Herren, die Kennenlos-Zwillinge. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Bitte. Bleiben Sie kurz sitzen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt. Wow. Wir kommen jetzt zu unseren, weil es jetzt so lustig war, ziehen wir sie jetzt wieder ein bisschen runter. Unsere Schocker der Woche, ich hoffe, sie sind hart gesotten. Ach nee, Quatsch, wir machen jetzt erstmal Werbung. Also, meine Damen und Herren, nach der Werbung sehen Sie bei uns Folgendes. Die Schocker der Woche. Dann sehen Sie exklusiv Schmilch und Rab in Gefahr bei Obi. Also, bleiben Sie dran, bis gleich. Die Kennenlos-Quiz. So, da sind wir wieder. Zurück bei TV Total. Ja, habe eben gerade mitgeteilt bekommen, dass wir dramatisch überzogen haben schon. Deswegen fällt leider Raab in Gefahr bei Obi Flach. Sehen Sie dann nächste Woche, tut mir leid. Aber nein, seien Sie ehrlich. Ja. Ja, nein, aber Sie wollen doch auch alle die Geschichte von Klaus Kinski hören, oder? Seien Sie ehrlich. Ja. Aber die Fotos, die die beiden Damen gerade gemacht haben, die können Sie bei uns auf der Internetseite sehen. Die stellen wir da aus. Hier, da sehen Sie unser Publikum mal. Das ist auch was Tolles. www.tvtotal.de. Da können Sie auch, wenn Sie irgendwas verpasst haben, unser fast lückenloses Videoarchiv abrufen. Da können Sie alles sehen, was hier schon mal gelaufen ist. www.tvtotal.de. Meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer Titelverteidigerin von letzter Woche. Und deswegen heute wieder nominiert für den Rat der Woche. Der Guten Morgen Deutschland-Hund von Sat1, Helga, wieder nominiert und heute wieder bei uns zu Gast, meine Damen und Herren. Hier ist Helga. Hallo. Ja. Ja. Helga, großartig letzte Woche. Oh, jetzt hast du schon wieder voll gesabbert. Großartig letzte Woche unser Gespräch. Und ich habe mir letzte Woche schon überlegt, über was ich mich mit dir heute unterhalte. Bin irgendwie nicht so richtig weitergekommen. Was Sie, haben Sie, wenn Sie es letzte Woche gesehen haben, da habe ich ja noch von diesem Trip auf diesen Bauernhof dieses Eberspray dabei gehabt. Ja? Und habe Helga, und das Lustige ist, es ist jetzt kein Scherz, der Besitzer von Helga hat uns mitgeteilt, was? Hat uns mitgeteilt, dass Helga ungefähr einen Monat früher als normal läufig geworden ist. Vielleicht lag es an dem Eberspray. Was? Ja, komm, gib mal Leckerli hier erstmal. So, hast du auch irgendwie mal Klaus Kinski getroffen? Nein. Ja, über was reden wir jetzt? Vielleicht wir haben einen tollen Parcours aufgebaut. Jetzt weiß ich auch, warum der Eimer stand eben. Ja? Vielleicht machen wir einfach mal einen Parcours, ein bisschen sportlich betätigen, denn du hast ja auch ein bisschen Übergewicht, gib's zu. Ja? Komm mal mit. Wir machen jetzt mal hier. So, komm. So. Ich mach jetzt dir mal vor, Helga. So, erstmal hier außen rum. Hallo. Hier lang. So. Ich mach's dir erstmal vor, du musst dir erstmal angucken. Dann gehst du hier über die Wippe. Ja, ganz einfach über die Wippe, dann hier rüber, ja, und dann musst du durch den Reifen, okay? Was? Nein, ich hab das gar nicht durch. Helga, muss ich erst mal, wo ist denn Helga wieder hin? Helga, komm. Also, glauben Sie, ich passe da durch? Ich glaube es nicht.
In der Hüfte schon, aber bei den breiten Schultern? Ich probiere es mal. Okay, da muss man aber erst hier mit einem Arm durch. So. Sind meine, kann doch nicht sein, sind meine Hüften breiter als meine Schultern? Naja, gut. Scheiße. Naja. Hast du mal was zu schneiden? Hast du mal was zu schneiden? Mach mal ab. Wir versuchen das in der nächsten Werbepause zu erledigen. Helga, Helga, war super, dass du wieder hier warst. Toll, wie du durch den Reifen gesprungen bist. Ja, meine Damen und Herren, Helga. Nee. Ja. Gut. Da kommt da echt nicht mehr raus. Guck mal hier. Das geht nicht, weiß ich, wie da rauskommen soll. Naja, egal. Gut. Ich finde, sieht gut aus, ist egal. Nehmen Sie es einfach mal als Trendsetter. So. Ja. Jetzt haben Sie es auch nicht besser verdient, meine Damen und Herren. Jetzt kriegen Sie eben die Schocker der Woche. Ja? Jetzt werden wir hier mal so richtig die Stimmung runterziehen. Oh Mann, ich muss mal meinen Monitor hochfahren. Wie ging das noch hier? So. Ich komme da echt nicht durch. So. Ich versuche das gleich in der Werbepause wieder auszuziehen. Wir zeichnen das aber auch für Sie. Dann kann ich Ihnen das zu Hause am Fernseher dann vielleicht nächste Woche zeigen, weil es ist wirklich scheinbar sehr schwierig, da rauszukommen. Sie kriegen jetzt unsere... Nein, erst kriegen Sie noch einen Showblock. Ja. Ist ein Winterreifen. So. Unsere Schocker der Woche, meine Damen und Herren. Halten Sie sich fest, machen Sie die Augen zu, schauen Sie sich das hier an. Etwa 1300 Menschen lassen sich täglich in Deutschland piercen. Die Unterlippe ist mit einem Eisspray nur minimal betäubt. Süß! Ja, jetzt gebe ich es Ihnen richtig. Sie haben es nicht besser verdient. Meine Damen und Herren, unser Schocker Nummer 2. Schauen Sie sich das hier an. Seit über 20 Jahren hält er seinen rechten Arm in die Höhe. Das Schultergelenk ist wie versteinert. Selbst wenn er wollte, könnte er den Arm nicht mehr senken. Seine Hand ist wie verwittertes Holz. Lustig, was? Ja, vielleicht ein kleiner Tipp, ja. Das kann euch, liebe Kinder, passieren, ja, wenn er in der Schule zu viel Streber macht. Ja? Also aufpassen. Und das nächste, ich müsste eigentlich schon vorsichtshalber mal was machen, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, haben Sie in der Sendung gut aufgepasst? Polaralarm! Ja. Ja, was haben wir als nächstes? Achso, meine Damen, wir haben etwas Tolles entdeckt. Eine wunderbare Nominierung kommt jetzt auf Sie zu. Die beruht auf diesem Ausschnitt, den wir gesehen haben bei unserem Lieblings-Boulevard-Magazin. Schon sehr, sehr nervös beim ersten Dreh, weil ich auch nicht wusste, was mich erwartet. Wo liegen die Schwerpunkte? Worauf muss man achten? Aber ich muss sagen, nach kurzer Zeit war also die Nervosität im wahrsten Sinne des Wortes wie weggebrochen.
Blasen. Aha! Ja, meine Damen und Herren, hab ich gedacht, da will ich mehr wissen. Deswegen haben wir sie nominiert für den heute hier bei uns, Gina Wild. Hör mal, dreh dich mal um, ich will mal sehen. Ich konnte es echt nicht glauben, also, als dass dein Arsch nicht durch diese Leitung. Bitte, was hast du da für ein Wort? Guck mal, Gott sei Dank habe ich immer was dabei. Jetzt aber nichts. Ach so, ein Messer, wofür? Ja, ich versuche dich jetzt zu retten. Willst du nicht was machen? Polaralarm! Vorsicht halber mal. Nein, ich glaube, das wird zu lange dauern. Ja, das wird zu lange dauern. Nein, sei vorsichtig. Frauen sollten mit sowas keine Späße machen. Komm, ich führe es langsam wieder ein, okay? Okay. Ich komme also runter, geht der Reifen auf keinen Fall raus, höchstens hoch. Ich weiß nicht, willst du das mal probieren? Probier's mal. Ich habe immer Erfahrung mit drüberstülpen. Ich weiß da nicht, wie lange darf das denn hier gehen? Ich glaube, ich muss so bleiben. Setz dich ruhig hin. Egal. Setz dich hin. Danke, dass du dich auf meinen Platz gesetzt hast. Ist auch mal ein schönes Bild, meine Damen und Herren. Drei Möpse auf dem Sofa. Hast du auch noch nicht lange. Und du bist ja eigentlich wiedergekommen. Nein. Ich wusste gar nicht, dass das ein... Ist das ein Mops? Ist das ein Mops? Nee, habe ich jetzt nur gesagt, damit der Witz funktioniert. Aber ich konnte ja nicht sagen, drei englische Bulldoggen, oder? Nee. Mittlerweile ist es ja so, Erotikdarstellerinnen sind ja gesellschaftsfähig geworden. Also siehe Dolly Buster und die tauchen ja überall in allen Talkshows auf. Und du hast einen ganz netten Eindruck gemacht in diesem... netten Eindruck gemacht in diesem Beitrag da bei Sat.1. Und ich bin, So, jetzt... Meinst du das mit dem Weggeblasen? Naja, das auch. Das auch? Ja. Wir haben uns ja auch schon vorher in der Garderobe getroffen, meine Damen und Herren. Es war so, als sie reingekommen sind, und nur zwei Minuten gedauert, war bei mir auch die Nervosität wie weggeblasen. Was mich interessiert ist ja, ich habe mir ja zur Vorbereitung auf die Sendung einige deiner Filme. Schon alle? Hast du alle schon gesehen? Man muss sich doch über seine Gäste informieren, meine Damen und Herren. Guck mal, jetzt hast du Helga. Ja. Jetzt hast und du da habe ich eine Frage. Da war in diesem einen Film, wer hat da die Musik gemacht? Hä? Diese Musik, die im Hintergrund läuft. Welchen Film meinst du denn? Ich kann die Titel hier nicht sagen, uns gucken ja auch junge Leute zu. Aber das ist halt, das Tolle ist, ich war heute Mittag noch mal, weil ich traue mich nicht, diese Titel in der Sendung zu sagen, weil wir müssen ja ein bisschen jugendfrei bleiben. Ja? Und ich bin mal hier vor das Theater vor die Tür gegangen und habe mal andere Leute um Hilfe gebeten, ob sie mir nicht die Titel mal vorlesen können. Hast du gemacht? Ja. Schön. Können wir uns mal gerade angucken? Ja, das war heute Nachmittag. Schauen Sie. Schönen guten Tag. Guten Tag. Darf ich Sie gerade mal was fragen? Ja, können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe heute Abend, ich mache so eine Fernseh. Kennen Sie mich überhaupt? Nee. Nee, egal. In meinem Auto. Nee, vielleicht besser so. Jugendsendung. Okay, passen Sie auf. Ich habe heute Abend eine Erotikdarstellerin bei mir in der Sendung zu Gast. Ja? Welcher Sender ist es denn? ProSieben. ProSieben. Ja. Sehe ich schon mal, Könnten Sie mal für uns den Namen der Darstellerin vorlesen? Gina Wild. Wie? Gina Wild. Richtig. Und ich bin ja so ein bisschen schüchtern, wissen Sie? Ja, das und die hat halt ich. So, ja, die hat so Filme gemacht und ich traue mich nicht so richtig, die Titel der Filme vorzulesen. Könnten Sie mir da vielleicht helfen? Ein Film heißt zum Beispiel so. Könnten Sie mal vorlesen? Ich will kommen. Ja. Und einer, der zweite Film, da traue ich mich gar nicht. Vielleicht trauen Sie sich. Der heißt so. Nee, danke. Ein Film heißt so. Vielleicht könnten Sie den mal vorlesen. Nein. Auf der Straße. Ach so. Der eine Film heißt so. Ich will kommen, hör doch auf. Ja, und, ja, das war schon mal gut. Und der andere Film heißt so. Durchgefickt. Und einmal zwei, hör doch auf. Da steht hier einer vor mir. Würde was? Ja. Das gibt es nicht. Ja. Sie haben mir schwer reingelegt. Sie sind auch ein bisschen geschockt von den Titeln, oder? Geschockt, hören Sie mal. In meinem Alter haben wir das schon alle hinter uns.
Entschuldigung, darf ich Sie gerade mal was fragen? Ich habe heute Abend eine. Sie kennen mich? Ja. Ich habe so eine Künstlerin bei mir in der Sendung zu Gast. Das ist eine Erotikdarstellerin. Ich bin ja so ein bisschen, schüchtern. Ja? Könnten Sie mal den Namen von der Dame vorlesen? Oh, wie schön. Zu ihr passend? Wie es da steht? Ah ja, Gina Wild. Oh, richtig ausgesprochen. Und jetzt traue ich mich nicht, die Namen der Filme vorzulesen, weil ich ja so schüchtern bin, die gemacht hat. Vielleicht können Sie mir mal helfen. Einer heißt so. Ich will kommen. Ja, und dann gibt es noch einen, der heißt so. Durchgefickt Teil 1. Na bitte! Teil 1 und 2. Ja. Ja, war das jetzt was? Ich traue mich das ja nicht. Also und dann ist ein Film, den traue ich mich nicht. Schauen Sie mal hier. Hoffentlich sehen mich nur meine Schüler nicht. Hoffentlich nicht, ne. Sie ist eine ehemalige von mir. Oh. Ja. Junge F*** hat gedient. Ich hab's nicht gesagt. Ja. So. Ja, ist aber ganz schön zum Erröten gebracht. Hoffentlich sehen meine Schüler mich jetzt nicht. Ja. War vermutlich eine Lehrerin. Ja, kann man sagen. Sollen wir noch mal einen kleinen Ausschnitt aus deinem Film gucken? Wir haben aber keine Zeit mehr. Sind wir schon drüber. Aber wenn, meine Damen und Herren, nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Schauen Sie hier. Siehst du, diese Musik meinte ich. Ach, na, aber toll. Musik, ja, also deine Filme gibt es, glaube ich, überall, wo es Videotheken gibt und so weiter und so fort. Ja? Und auch Sexshops und so. Ach, so ja, was auch. Hui, hui. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich, dass du gekommen bist. War sehr sympathischer Auftritt von dir. Danke. Meine Damen und Herren, Gina Wild. Danke. Bleib noch was sitzen. Meine Damen und Herren, und nach der Werbung sehen Sie bei uns wieder einen Beitrag. Lieder, mit denen ich nicht beim Grand Prix antrete. Und natürlich unser großes Finale. Kommen Sie gleich wieder zu uns. Bis gleich. Gina Wild. So, da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Sie sehen, der Reifen ist ab. Das haben Sie zu Hause leider nicht sehen können. Wir zeigen Ihnen das hier. In der nächsten Sendung. Das war wirklich eine Aktion. Ja, drei Mann haben mich irgendwie hochgeliftet. Oder Sie können es, glaube ich, wir stellen es einfach morgen schon ins Internet. www.tvtotal.de, da können Sie sich angucken. Oder nächste Woche hier, da sehen Sie, wie ich aus dem Reifen rausgekommen bin. Meine Damen und Herren, Sie haben hier Ihre Abstimmungsgeräte zur Hand. 1, 2 oder 3. Drücken Sie für Ihren Lieblingskandidaten. Ich zeige Ihnen alle Kandidaten nochmal im Schnelldurchlauf. Hier sind nochmal die Nominierten. Und zwar als Nummer 1 Christel und Margret Tenbus für ihre tolle Fotosession. Mit allen möglichen Stars, Helga und natürlich Gina Wild. Sie bestimmen, Helga, komm hierher. Halt, kommen Sie hierher. Helga, komm. Sie bestimmen, wer den Rab der Woche mit nach Hause nimmt. Eigentlich sind hier alle Gewinner. Ja, machen Sie das mal. Ja, ich komme her. Wir haben ja schon. Stellen Sie den mal durch Reden ruhig. Ja. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer Abstimmung. Bei uns sind eh immer alle Gewinner. Also ich hätte gerne, dass alle wiederkommen das nächste Mal. Aber es kann nur einer. Ja, da sehen wir es. Christel, Margret, Helga, Gina, alle gleich auf. Es wird spannend. Und Christel und Margret machen das Rennen. Aber auch herzlichen Glückwunsch hier, Gina. Helga natürlich auch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hier, bitteschön. Nächste Woche mehr Geschichten von Klaus Kinski und Konsorten. Jo, ich glaube, nächste Woche laden wir nur die beiden ein, dann haben wir genug Zeit zu quatschen. Und ja, meine Damen und Herren, vielleicht erinnern Sie sich noch, letztes Jahr beim Grand Prix de la Chanson Eurovision in der Endausscheidung in Israel hat doch so eine super heiße Schwedin gewonnen. Erinnern Sie sich noch? Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich der einzig wahre Grund ist, warum ich gerne nach Stockholm möchte. Ja, und ich habe einen der großen, größten, kleinen Künstler der ganzen Welt gebeten, ein Lied zu machen. Das heißt, die geile Schwedin vom letzten Jahr, meine Damen und Herren. Und das läuft bei uns unter der Rubrik Lieder.
mit denen Stefan nicht beim Grand Prix antreten wird. So, meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf Knilch, the artist formerly known as Stefan Raab. Bitte schön. My name is Knilch and I am funky. My name is Knilch. Yes. Baby, ich bin total verzückt. Baby, du machst mich ganz verrückt. Baby, du hast so dicke ich würde gerne mal Baby, schüttel dein Haar für mich. Baby, ich schüttel meins für dich. Schon scharf wie ein Tier. Die geile Schwedin vom letzten Jahr. Die geile Schwedin mit dem blonden Haar. Die geile Schwedin mit den dicken Boobies. Die macht dich ja schon klar, wenn du ihr nur zusiehst. You sexy motherfucker. Ja, meine Damen und Herren. Wir sehen uns wieder nächsten Montag, 22.15 Uhr. Schauen Sie jetzt den Quatsch-Comedy-Club. Machen Sie gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.